So, und damit sage ich herzlich willkommen hier zurück zu Workers and Resources Soviet Republic. Mein Name ist der Ed, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich. Schön, dass ihr den Weg wieder hergefunden habt, das freut mich ganz besonders. Und wie immer gilt natürlich, willst du nichts mehr verpassen, Abo dalassen, Glocke aktivieren, gerne, gerne kommentieren und natürlich liken, was das Zeug hält. So, wir werden mal ein bisschen wieder umdeponieren. Machen die hier erstmal alle voll hier. Dass wir das Gebäude leer kriegen. So, okay. Hier haben wir nämlich beim letzten Mal weitergemacht. Jetzt, oh, was hier los ist. Oh, was hier langläuft. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja abartig. Das ist ja der Hammer. Machen wir doch gleich nochmal einen Weg hier durch. Kommen wir hier auch durch? Ja, da kommen wir auch dran. Nur da nicht. Doch, da geht's auch. So, dann können sie da auch nochmal langlaufen. Da werden wir noch ein paar Sachen hinstellen. Ah, hier und hier warten sie. Sehr geil. Das bedeutet, wir werden jetzt erstmal die Tram schnell auf den Weg bringen. Ich werde jetzt hier nochmal schnell Energie reinballern. Und zwar den Tram-Trafo. Auf die Schnelle. Das sieht immer so. So, den Tram-Trafo. Müssen das Tram-Depot natürlich auch noch irgendwo ranbasteln. Oh, ich sehe gerade, da fehlt noch was von der Straße. Okay, jetzt ist es connected, okay. Dachte schon, es würde nicht gehen. So. Hat natürlich eine relativ weite Strecke. Hier hinten dann. Hier fahren. Dann wieder zurück. Hier fahren. Da fahren. Da fahren. Vielleicht machen wir mehrere. Dann muss ich erstmal gucken, wo wir noch Energie ranbekommen. Haben wir irgendwo einen Verteiler, den wir nutzen können? Nein. Da oben wäre noch ein Verteiler. Frage ist, reicht es, wenn wir die normale schwache Leistung nehmen? Wir probieren es einfach mal aus. Na. So, Alter, das ist, guckt euch mal das Chaos an hier an. Leitungen und Tunnel und so weiter. Das ist übel, ey. Ganz ehrlich, es ist echt übel. Ich will hier auf jeden Fall jetzt, die Straßenbahn rankriegen. Dafür brauchen wir jetzt... Mal, der läuft da drauf, der läuft da drauf, das läuft da drauf. Ja, dann brauchen wir wieder... Okay, dann brauchen wir... Tatsächlich... Von der Bahn her, das Ding hier. Ah, warte mal, da müssen wir noch das Depot dran bauen. In eine Stadt reinbauen will ich es jetzt eigentlich nicht. Da würde es zwar passen, aber da müssten wir irgendwie... Nee, das ist mir too much. Hier hinten. Wäre mir das schon wieder zu eng alles. Wobei eng ja gut ist, aber das wäre mir too much. Ja, U-Bahn. Ja, klar. Metro. Tom. Metro. Sag ich dir. Guck mal. Das muss jetzt. Warte mal, hier, da ist die Metro. Da fährt sie. Da ist die U-Bahn. Na, das sind hier die U-Bahn-Tunnel. Fährt nur leider gerade keiner mit. Ist ein bisschen doof. Ja, U-Bahn, Metro, ne? Hier heißt es halt Metro. Ganz neu mit dem neuen Update.
Haben wir immer noch keine Häftlinge? Das ist ja Wahnsinn. Immer noch keine Häftlinge. Das gibt's doch gar nicht. Das ist ja unglaublich. Wir immer noch keine Häftlinge haben. Das ist ja der Hammer hart, ey. Das verstehe ich auch nicht. Das war. Ich habe das letzte Mal im Januar 2021. Ja, sind eine Menge. Wenn keiner damit fährt, bleibt sie immerhin sauber. Ja, okay, da hast du recht, Johannes. Ja, es hat sich schon eine Menge getan, ne? Tom, es hat sich wirklich eine Menge getan mittlerweile. Alleine schon, dass du jetzt die Straßenbahn auf den normalen Straßen fahren lassen kannst, ist endlich mal eine sinnvolle Neuerung. So. Jetzt aber müssen wir irgendwie zusehen, dass wir das da dran kriegen. Ich komme doch nicht mehr da dran. Das Spiel liegt doch auf dem Familienkonto. Okay. Das ist natürlich ärgerlich. Jetzt überlege ich gerade, wie wir das hier mal machen. Ja, hier. Ich weiß noch nicht so genau, wo ich es hinpacken will. Ich muss das Depot haben. Beziehungsweise ich muss dieses komische Dings hier ranbasteln. Diese Straßenbahnauffahrt. Dann musst du nämlich mit normalen Zugleisen wieder arbeiten. Damit die Tram drauf fahren kann. Damit du das Depot da mich ranpacken kannst. So, okay. Machen wir mal so. Mal bauen. Ich weiß gar nicht, ob das passt. Warte mal kurz. Wir machen mal. Ich weiß nicht, ob es notwendig ist, jetzt das zu machen, aber ich mach's trotzdem. Macht der Gewohnheit auch. Hier wieder so eine X-Weiche einbauen. Und jetzt mal so ein... Wenn wir hätten so ein kleines Depot... Ah, eine Railway Endstation wäre auch gut. Ne, Railway Endstation? Railway? Metro? Railway? Warte mal, Railway? Ist das für die Züge jetzt? Ich weiß es jetzt gar nicht. Oder ist es für die Metro? Muss ich mal ganz kurz gucken. Moment. Das ist jetzt sehr verwirrend. Das ist das. Metro Endstation, Railway Endstation? Ist es für die Tram? Ich bin jetzt gerade etwas verwirrt, Leute. Tramstop? Wenn das für die Züge ist, dann wäre das natürlich jetzt richtig geil. Dann würden die sich natürlich richtig austakten. Das wäre ja... Das muss ich nochmal ausprobieren gleich. Vielleicht habe ich das ja in der ganzen... Bastelei jetzt schon übersehen. Das wäre jetzt hart. Das wäre natürlich nochmal richtig geil. Okay, aber egal. Wir brauchen erstmal ein Depot. So oder so. Ich brauche ein Depot. Dann nehmen wir aber eine Mod jetzt für. Zugdepot. Ich glaube, das war das hier, ne? Genau, mit zwei Anschlüssen. Das ist eigentlich nicht schlecht. Na. Okay, das sieht ein bisschen merkwürdig aus. Okay.
Auch ein bisschen merkwürdig, immer in Ordnung. Das Ding ist, jetzt brauchen wir aber leider irgendwie hier auch nochmal Strom drauf. Na, du musst es vom Depot. Schade, dass es kein richtiges Straßenbahndepot gibt. Das fehlt mir noch, so ein Straßenbahndepot, weißt du? Ein richtiges Straßenbahndepot. Es gibt ein Straßenbahndepot. Ed, du wirst echt eine Pflaume. Es gibt ein Straßenbahndepot. Alter. Vergesst es. Ihr dürft mich jetzt Otto nennen. Für den Rest des Streams dürft ihr mich jetzt Otto nennen. Es gibt doch ein Straßenbahndepot. Oh Mann, ey. Man merkt, es ist Sonntag und... Hab schon vergessen, Otto. ich hab's nicht gesehen, ey. Ich hab's echt nicht gesehen. Das ist auch verwirrend. Es ist unter irgendwie total... bescheuerten... So, Tramdepot vierfach. Tramdepot achtfach. Tram Endstation. Ja. Na, oder sollen die sich ja aufteilen? So, und jetzt bauen wir das Depot noch mit da ran. Und dann wird alles toll. So, dann können die sich da wunderbar so noch mit ranpacken. Ed. Manchmal bist du wirklich echt bescheuert im Kopf, ganz ehrlich. Manchmal bist du bekloppt im Kopf, ey. So, hier ist jetzt mittlerweile mal voller Betrieb fast. Das ist schon mal ganz geil. So. Mann, ey. Ed, manchmal bist du wirklich... Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Ne? Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Nur so, by the way. So, holen wir uns jetzt die Trams hier. Was haben wir denn? Auf Seiten der Amis haben wir gar nichts. Kapazität. Was haben wir denn hier? 170 Leute. KTM 90. Was haben wir denn an km/h? Die Gotha ist immer noch am schnellsten. Und mit 180 Leuten. Das ist Wahnsinn. Also die Gotha-Bahn ist echt toll. Dann nehmen wir mal die Gotha-Bahn. So, dann sehen wir mal zu. So. Also, du fährst zuerst... dorthin. Dann fährst du das ganze Stück hier hin. Dann fährst du dorthin. Dann fährst du dorthin. Da kannst du nicht halten. Dann fährst du dorthin und dann machst du auf Endstation. Und fährst wieder rum. Genauso soll es sein. So, guck dir das an, ey. Und an der Tramstation, da richten die sich wieder aus. Und das wird jetzt, Tram Altstadt, Platten. Okay, dann mal los. Feuer frei hier. Da fahren sie los. Wahnsinn. Geiles Bild. Guckt euch das mal an. Echt cool. Gefällt mir. Ja, die werden sich dann austarieren.
Zeitlich gesehen werden die sich hier austarieren. Wenn das Ding mit Strom dran wäre, wäre das schon echt eine günstige Sache. Das heißt, wir brauchen mal Strom. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Netstation, da bist du. Ja, ohne die Dings ganz zu kriegen, das ist, dass man das immer noch nicht irgendwie mal geregelt bekommt. Das mal vernünftig zu machen. So, ich brauche einen Transformator. Einen hätten wir da hinten noch frei. Da ist nichts, da ist nur so ein Verteiler. Hier hinten wird noch jede Menge frei, aber das ist so weit weg. Andererseits egal. Unter dem Metro durch. Da. So, wie gesagt, nennt mich Otto. Da fahren sie los. Und dann sollte das klappen. Dass sie sich vernünftig verteilen. Okay, hier hinten ist natürlich... Ja doch, ist angeschlossen. Na. Geht doch. So, da ist auch noch irgendwas. Die werden sich dann schon verteilen. Hoffe ich. Gut. So, okay. Jetzt erstmal gucken. Du hast keinen Strom. Temperatur ist zu niedrig. Okay, pass auf. Du hast auch keinen Strom. Du hast noch zu viele Leute drin. Also schauen wir mal, was die Heizung sagt. Das Heizwerk. Können wir die Leute gleich in Arbeit schicken. Kirche, Sportart, Kindergarten, das Übliche wieder. Wer hätte es gedacht? Ja, dann machen wir... Okay, die müssten nur eigentlich da rankommen. So, dann machen wir mal das. Hundertfünfzig, 300. Passt der da ran? Leider doch. So, den nehmen wir da mit ran. Dann haben wir hier Schule und Kindergarten auf der Ecke. Müssen wir nur noch irgendwie Strom dran bekommen, aber das kriegen wir auch noch irgendwie gebastelt. Strom. Bin schon wieder so richtig so im Flow, wisst ihr? Oh, nicht zu viele Anschlüsse, man muss es leider so total dämlich machen. Ich
Das ist auch mein größter Kritikpunkt an dem Spiel, dass man das nicht einstellen kann, wie viele Häuser daran gehören. So, komm. Bau das. Ja, Loyalität, ich weiß. Wir arbeiten dran. Na komm. Aha. Gut, so, damit haben wir die am Start. Ja, noch sind sie nicht austariert. Bin doch noch nicht einmal durch. Hey, also, Temperatur ist noch zu niedrig. Ja, wir arbeiten noch dran. Die Temperatur sollte steigen. Ja, steigt doch langsam, das ist okay. Schule ist klar, Sportart ist klar, etc. pp. Den üblichen Krempel wieder. Wer kennt's nicht? So, der Rest muss noch weg. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Ich bedanke mich auf jeden Fall so lange fürs Zusehen. Hinterlasst gerne ein Däumchen und bis zum nächsten Part. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed.